Ich bin Günter Derlitz, fast 70 Jahre, bin in Nürnberg geboren und habe Fotografie gelernt, ein eigenes Studio für Werbefotografie gehabt und bin jetzt ausgestiegen und zurück zu den Wurzeln der Fotografie gegangen und mache seit über 10 Jahren konsequent Kamera Obscura arbeiten. Ich bin Sven Nieder, ich wohne in Bielefeld, habe in Bielefeld Fotografie studiert, komme ursprünglich aber aus dem Herzen der Vulkaneifel, aus einer Fotografenfamilie, habe da als Fotograf gelernt und meine Abschlussarbeit an der Fachhochschule in Bielefeld war das Thema Jakobsweg, den bin ich zweimal gelaufen und das zweite Mal mit einer selbstgebauten Kamera Obscura. Ja, bei mir war das ganz witzig. Mein Verleger rief mich an und er sagte, hör mal, ich habe hier jemanden, der hat einen Pilgerweg in Spanien mit einer Lochkamera fotografiert, ungefähr zur gleichen Zeit, als du unterwegs warst. Und auf der Fotomesse in Köln haben wir uns dann mal kennengelernt. Und mich faszinieren halt seine Arbeiten, weil das so, obwohl Lochkamera doch auch ein Gegenentwurf zu meiner Art der Fotografie ist. Also meine Lochkamera ist im Prinzip eine ganz einfache kleine schwarze Kiste mit einem winzigen Loch, das man kaum sehen kann, also selbst wenn man sich so konzentriert. Hier kann ich hinten den Film transportieren. Und durch dieses Loch fällt Licht und hinten brauche ich dann ein lichtempfindliches Material. Dieses Loslassen, dieses Verzichten, nur mit einer Kiste zu arbeiten, die ein Loch hat und sonst nichts, das ist für mich die pure Entschleunigung dieser ganzen fotografischen Arbeit. Und das bietet sich einfach an für einen Pilgerweg. Ich komme ja aus dieser Werbefotografie, wo halt alles perfekt und ordentlich und sauber und gerade und wunderbar designt und alles ist. Und so ähnlich sind manchmal auch meine Lochkamerafotos, weil ich halt gucke, ich muss es gerade hinstellen, ich muss es gut in den Raum stellen, ich muss gucken, obwohl ich nichts sehe, aber das mache ich dann halt mit Gespür und irgendwie. Und also man kann einen Pilgerweg natürlich fotografieren, aber dann kann man eben nicht laufen und pilgern, ne? Und zur Einkehr finden. Man kann das schon dokumentieren, fotografisch, aber dann ist das eine Fotoreise. Ich war vollkommen fasziniert, dass wir die gleiche Technik haben, das gleiche Thema haben, aber eine so andere Bildsprache und eine so andere Idee der Arbeit mit der Kamera Obscura. Und trotzdem ist in den Bildern eine ähnliche Essenz. Und um diese Essenz geht es eigentlich. In meinen Bildern geht es ja um die Geherfahrung selbst. Dazu kommt, dass ich, als ich das erste Mal auf dem Jakobsweg war, Bilder gejagt habe. Und das wollte ich nicht mehr, weil man kann sich nicht auf das Gehen selbst konzentrieren, sondern ich wollte Bilder sammeln. Jedes Bild ist mehrere Sekunden belichtet. Und somit ist auf jedem Bild ein kleiner Film gespeichert, komprimiert in diesem einen Bild. Es gibt keine Augenblicke.